Wieder zurück bei dem meiner Meinung nach am besten gelungenen Assassin's Creed Teil, und zwar Let's Play Assassin's Creed 2 mit mir, dem Max. Ich bin natürlich auch wieder am Start. Ich meine, einer muss das Baby ja schaukeln, bevor es in den Brunnen fällt. So, ich wollte jetzt noch meine Einkaufstour zu Ende machen. Und zwar werde ich jetzt... Na komm, steig auf. Und zwar werde ich jetzt mal ganz schlank und schnell zur Villa Auditore zurückreisen und mir dort etwas Bargeld von der Truhe entnehmen. Um dieses Bargeld dann schließlich und endlich auszugeben, und zwar für schöne Sachen. Wie zum Beispiel... Ah, sehr schön, da kam gerade nochmal frisch Kohle rein. Darauf habe ich jetzt eigentlich gewartet. Ich dachte mir doch so, hä, es ist doch eigentlich schon jetzt genug Zeit vergangen. Aber gut, Montarigioni Villa. Wir können dann natürlich auch gleich noch unsere neu gekauften Gemälde bestaunen. Ja, heute möchte ich auf jeden Fall ganz gerne noch eine Mission annehmen. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt auch noch in der Zeit. Aber ich müsste eigentlich dann nur noch nach Florenz. Und, ah ja, genau, und nach San Gimignano. So, damit wären wir auf jeden Fall schon mal bei der Villa. Jetzt fresse ich mal Medizin, weil dieses eine fehlende Gesundheitsquadrat, das geht mir ganz schön auf die Nerven. So, hier haben wir ja schon alle... Wow. Also wie ihr seht hier, Montarigioni blüht und floriert. Das ist natürlich unseren beherzten Investitionen zu verdanken. So, mal sehen, ob ich es jetzt schaffe, hier die Treppe hochzulaufen, ohne dass er wieder versucht, irgendwie sich übers Geländer zu stürzen. Ja, leider. Nein, natürlich. Das war klar. Leider noch nicht so alle Bilder. So, jetzt erstmal die Federn wieder an Ort und Stelle bringen, wo sie denn auch hingehören. Zwei Federn haben wir abzuliefern gehabt. Da drüben haben wir doch schon ein paar Bilder hängen sehen. So, und die Knete, um uns weitere Bilder zu leisten, haben wir soeben abgehoben. Den Architekten haben wir schon genug Geld in den Rachen gestopft. Gut, damit können wir die Schnellreise, glaube ich, wieder benutzen. Ja, beim letzten Mal ging es ja darum, wir haben ein bisschen Aussichtspunkte erklommen und Gemälde gekauft. Das würde ich hier noch ganz gerne... fertig bringen. Und zwar muss ich einmal noch nach Forlì, um dieses richtig fette Bild da zu kaufen. Das uns den Großteil unseres Geldes kosten wird. Und dann möchte ich ganz gerne noch nach Firenze schauen. Um zu sehen, was gibt man mir denn dort? Was bietet man mir dort an? So, genau. Toscana San Gimignano. Jetzt möchte ich erstmal nach Forlì selbst. Ja, und beim letzten Mal habe ich auch drüber gesprochen, dass ich diesen Teil als den besten der Serie erachte. Jetzt natürlich Assassin's Creed 4 mal ungeachtet, das ist ja mittlerweile auch schon erschienen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu kaufen oder zu spielen, das werde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ich glaube, ich werde der Assassin's Creed-Reihe abschwören. Es sei denn natürlich, der 4er geht mal für einen unglaublich günstigen Preis her. Ich habe mir jetzt das nicht ganz durchgelesen. So, Gemälde. Genau, Geburt der Venus. Das muss ein recht großes Gemälde sein, sonst wird es nicht 4.800 kosten. Danke für eure Patronage. Niemand darf diesen Abschaum verteidigen. Er ist kein Held. Er wütet mit erbarmungsloser Hingabe. Die Qualität unserer Nähte ist legendär. Hier wisst ihr, dass ihr das Beste bekommt. Bitte seht mich nicht. Was glaubst du, wo du bist, hä? Was man mit Unruhestiftern macht, fragst du? Es wird vermutet, dass sich ein Arbeitsloser oder Kahn aus der Kaskonie handelt. Seid wachsam! Vielleicht schaffe ich es, zum Dingens zu kommen, ehe sie mich so... Jetzt erstmal San Gimignano. Moment. Südtor? Ja, Südtor ist immer, glaube ich, eine gute Wahl. Nehmen wir mal das Südtor. Und reisen dort schnell hin, um uns noch dort die dortigen Gemälde anzuschauen.
Mich interessiert ja jetzt tatsächlich, ob ihr wirklich noch sehen wollt, wie ich den Brotherhood durchspiele. Oder ob ihr sagt, nö. Ehrlicherweise, einfach mal nö. Du hast Assassin's Creed so scheiße let's played. Du hast so viele langweilige Sachen gemacht, das Spiel so unnötig in die Länge gezogen. Du hättest ja eigentlich nur Story machen müssen. Und nicht mal das hast du ordentlich gemacht. Hör auf mit so einer Scheiße. Warum machst du das eigentlich? Warum quälst du uns so mit deinen Videos? Habe ich übrigens ehrlich mal gelesen. Da schrieb mir doch einer, hey. Da drin gibt's ja Zeug. Mädels, ich habe einen Auftrag für euch. Nach euch. Da kommt Ladies. Ich will die Jungs ehrlicherweise nicht verletzen. Denn die gehören ja zum Lorenzo de Medici. Und der ist ja unser Homie. Na, lange Beine waren bei Frauen damals was Besonderes. Heute, ich hab das erstmal wieder beim Einkaufen gemerkt. Die großen Weiber, die werden ja gerade so aus dem Boden gestanzt. Die teilweise sogar größer sind als ich. Und ich bin mit meinen 1,85 jetzt auch nicht keine unstattliche Erscheinung. So, schauen wir mal. Och, du Kacke. Das ist alles teuer. Schlummernde Venus. Huhuhu. Also alles, was mit Venus zu tun hat, ist teuer. So, Simonetta Vespucci. Porträt einer Dame. Okay. Grazie und kommt bald wieder. Auf die Hilfe kann ich gut verzichten. Was war denn der jetzt gerade so unfreundlich? Naja. Wir haben auf jeden Fall jetzt kein Geld mehr. Ja, was heißt kein Geld mehr, aber halt definitiv nicht mehr genug, dass wir uns noch Gemälde davon kaufen können. Wobei, wir könnten ja mal bei nochmal ganz kurz in Firenze vorbeischauen. Das kann ja sicher nicht schaden. Die Mission werden wir ja wohl sicher in der Zeit dann noch schaffen, die ja noch übrig ist für diesen Part. Mein starker Arm wird gleich in deinen Arsch fahren, wenn du weiterhin so schlecht spielst. Ach Gott, ey. Die lauern schon so richtig. Die sind schon fast wie Reporter. Oder Fans oder so in der Richtung. Habe ich da hinten eine Truhe glitzern sehen? Er wird sich noch etwas brechen. Naja, wer zuletzt Tatsache. Das war zwar jetzt nicht viel Geld, aber immerhin etwas. Damit können wir einerseits hier unseren Freund bezahlen. So, Westtor. Na, wenn dann schon Nordtor, hätte ich gesagt. Ich glaube, da ist sogar direkt ein Kunsthändler neben dem Nordtor. Na, das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn mir das gerade nur eingebildet hat, hätte Ezio gerade weiße Augen. Hatte ich mich wohl geirrt. Aber nicht weit ist ein Kunsthändler. Haben wir hier eigentlich schon alle Aussichts? Tatsache. Firenze ist ja schon größtenteils erkundet. Da habe ich jetzt in Romagna, in der Toskana gar nicht aufgepasst. Aber ich meine zu glauben, dass das da auch größtenteils schon beziehungsweise da habe ich, glaube ich, alle Aussichtspunkte. Uns fehlen jetzt nur noch welche in Venedig. Hä, wo ist denn dieser Kunsthändler? Verehrte Kunden, ihr ja, da bist du ja. So, was hast du denn alles zu bieten? Madonna und Kind. Die Taufe Christi. Ein sehr günstiges Gemälde. So, Primavera. Der Herbst. Hm.
Porträt eines Musikers. 20 Florin. Und Francesco delle Opere. Grazie, und kommt bald wieder. Ha. Ihr seht also, es gibt immer noch eine Möglichkeit, hier seine Kohle rauszuhauen. So, und jetzt haben wir noch knapp eine Viertelstunde für unsere nächste Mission in Venedig. Und ich hoffe, wir haben jetzt auch noch genug Geld, um nach Florenz zu kommen. Aber ich glaube ja. Ich glaube, 200 oder 300 dürfte es kosten von hier aus. Das kann man sich immer leisten. So, Venedig. Ja, die Rialto-Brücke erscheint mir da der perfekte Ort zum Schnellreisen. Weil ich glaube, in der Nähe war auch der Missionspunkt, den wir suchen. Ob der mal seine Gewänder auch wäscht? Sieht schon aus, als wenn der die permanent anhat. Im Namen des Rates. Verkünde ich, dass alle Bürger, die ihre Lagerkeller vergrößern wollen, zunächst Planungserlaubnis einholen müssen. Ach, das dauert mir jetzt zu lang. Schwimme ich halt wieder durch die ätzende Grütze, was soll's. Wofür die erlauchteste Republik Venedig so ihr Geld ausgibt. Das ist schon mal eine interessante Sache. Früher, müsst ihr wissen, Freunde, war ja Italien kein geeintes Land, sondern bestand vielmehr aus mehreren Stadtstaaten. Ich wollte doch gerade runtergehen. Ha, das war ja leicht. So, was erwartet uns denn hier? Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Das ist für ein hässlicher Fettsack. Die Templer verfolgen, um ihr Treffen zu belauschen. Aber hallo. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschenico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer. Schmeichler. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretan, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist? Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin Verpiss sicher. Dich! Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Hinrichtungsbekanntmachung.
Ihr wisst wohl, wie man eine Wabe handelt. Vergesst all eure... Hallo, Jungs! Ihr müsst uns helfen. Das war so ein langer Tag. Vielleicht könntet ihr uns bei unserem kleinen Problem helfen. Bitte, Herr. Wollt ihr nicht einer armen Dame in Not helfen? Meine Füße tun die Mädels sind gut. Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen? Kennt ihr einen wirklich sicheren Ort für Gespräche wie dieses? Es gibt nirgendwo sichere Orte. Ich sehe und höre alles, Freunde. Schnell in diese Gruppe hier eindringen. Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein. Es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Was ist denn er für ein Gorilla? Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Ach, scheiße, ich habe kein Geld mehr für die Mädels. Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift? Vetter. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarigo. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Ach, wie kommt das nur? Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist... Nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig entschlafen. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Tja, ihr Schweine. Könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen?
Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Ah, Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich hier mit keiner sieht. Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Ah, war bene, war bene. Dann ist es entschieden. Kacke. Wie verfolge ich die denn jetzt am besten weiter? Vergebt mir, Maestro, aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal... Ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut. Ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Ja, aber echt, was bist du für ein Idiot? Der ist wohl vom Affen gebissen worden. Hast du schon mal einen Affen in Venedig gesehen, du Pflaume? Ja, Freunde, dann entfernen wir mal diesen Steckbrief hier. Und ich hoffe, die Beschattung hat uns einiges gebracht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin, ciao Leute, macht's gut.